Hi Leute, willkommen zum vierten Teil von den vier größten Ernährungsmythen. Und in dem vierten Teil geht es darum, um die Nährstofftheorie. Genauso wie vorher schon die Kalorientheorie. Es ist eine Theorie. Dieses Nährstoffdenken, das haut vorne und hinten nicht hin. Und man muss eben sich ein paar Dinge mal anschauen. Und zum Beispiel ist es so beim Fasten. Beim Fasten heilt der Körper alles Mögliche. Man hatte vorher einen Mangel und nach dem Fasten ist er wieder weg. Und wie kann sowas denn passieren zum Beispiel? Obwohl ich nichts hinzuführe. Der Körper regelt es alles. Der Körper produziert alles, was er braucht, von alleine. Er muss nur im Gleichgewicht sein. Wenn das Essen einen zu sehr aus dem Gleichgewicht rausstimuliert, dann kommt er in einen Mangel, in ein Ungleichgewicht über lange Sicht. Wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, Walter Schaube, Kerngesund ohne Umwege, das Buch, hatte ich vorher auch schon erwähnt. Er isst nur Beerenfrüchte, über Monate, über Wochen nur Heidelbeeren zum Beispiel, einmal am Tag, er trinkt nichts. Und wie ist es denn nährstofftechnisch zu erklären? Genauso wie ist es nährstofftechnisch zu erklären, dass jemand, der nur Pommes, Nudeln, Ketchup, nur raffinierte Sachen, nur Auszugsmehle und irgendwelche konzentrierten Sachen mit E-Nummern isst, wie ist das denn nährstofftechnisch erklärbar? Genauso sagt man ja jemand, der raucht, der braucht wesentlich mehr B-Vitamine und so weiter. Und wie ist das denn erklärbar? Da würde niemand sein Nährstoffgehalt und so weiter decken. Genauso überlegt man, wie viele Leute gehen zum Arzt und sagen, hey, ja, nee, Vitaminwerte, Nährstoffe, und so weiter, passt alles, alles perfekt so und dann sind sie doch krank. Kommt irgendwie Krebs oder was weiß ich, wie ist es denn erklärbar mit perfekten Vitaminwerten? Der Körper, wenn er sich in Heilungsphasen befindet, weiß er genau, was er macht, dann kann es auch sein, dass die Vitaminwerte mal nicht stimmen. Also es ist wie, stellt euch vor, die Straße wird restauriert, Brückenbau und um eine neue Brücke zu bauen, da muss man halt mal manchmal eine Spur sperren, manchmal muss man aber auch mal komplett die Brücke sperren, um die alte abzureißen und um dann die neue zu bauen. Und so läuft es genauso im Körper ab. Wenn der Körper sich in Heilungsprozessen befindet, dann können die Vitaminwerte mal in den Keller gehen. Man muss sich ja eben bewusst sein, dass der Körper heilt durch diese Krankheit. Schaut euch wieder andere Videos von mir an oder so, oder lest Arnold Ehret, schleimfreie Heilkost. Genau. Diese Vitaminwerte und das ganze Nährstoffdenken, das haut vorne und hinten nicht hin. Also, ja, allein, dass ich noch lebe, so wäre dann irgendwie auch undenkbar. Ich weiß nicht, wie viel. Ich bin jetzt, glaube ich, 7 Jahre vegan, zum Beispiel, wenn man jetzt mal aufs B12 schauen würde. Ich hatte das letzte Mal nochmal 2012 messen lassen oder so, da hatte ich schon einen Mangel. Und ja, 5 Jahre her so, ich lebe noch, komischerweise. Es gibt auch genug Studien bei Langzeitveganern, Rohköstlern, die keinerlei B12 über 20, 30 Jahre zuführen. Dieser Wert, der B12-Wert, der geht oft runter auf 100 ungefähr. Normal soll er zwischen 200 und 1000 liegen. In Deutschland ist natürlich von Land zu Land unterschiedlich. Woanders ist es erst unter 150 ein Mangel. Auf jeden Fall bei den Langzeit-Rohköstlern. Manchmal geht er bis auf 100 runter, muss aber auch nicht. Manche haben trotzdem, trotz nach 20, 30 Jahren, immer noch B12-Werte von 300, 400. Und er geht vielleicht auf 100 runter, die haben keinerlei Mangelsymptome und ja, B12-Mangel kann man zum Beispiel jeden einreden zur Müdigkeit und Schwindel oder so, das kann heutzutage jeder haben, so jeder Zivilisationsmensch heutzutage hat es wahrscheinlich ab und zu, aber was auch völlig unnormal ist eben, und ja, achtet nicht auf Nährstoffe, der Körper sagt euch genau, was ihr
essen solltet, wenn ihr natürlich esst so. Und dann ist es halt so, an einem Tag hat man Lust auf was Wässriges, nicht ganz so Süßes, Wassermelone eben. Und dann hat man eher Lust auf wieder was Süßes, auf Mangos, auf Datteln oder so. Und ja, der Körper sagt euch das genau. Dann hat man eher Lust wieder vielleicht auf was Fettiges, auf Kokosnussfleisch oder so. Und ein Tier braucht auch keine Nährstofftabellen. Wenn ich in der Natur an den Baum hingehe, dann steht da keine Nährstofftabelle. Und ein Tier weiß genau, was es fressen muss. Ich habe noch nie irgendwo in der Landschaft eine Kuh umfallen sehen, weil sie irgendwie eine giftige Pflanze gegessen hat. Und ja, was kann man da noch so sagen zur Nährstofftheorie? Also Walter Schaube, könnt ihr euch das Buch von anschauen, Arnold Ehret. Und ja, dann soll sich das klären. Und jeder, der mal fastet, der merkt eben, es haut nicht hin mit den Nährstoffen. Der Körper regelt das von alleine. Er darf nur nicht zu sehr aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Überlegt mal, was ich mir früher für einen Mist reingehauen habe. Ich habe Pizza gegessen, Fertigpizza, Bratwurst, Fett, Transfette und alles verarbeitete Lebensmittel. Ja, da ist es gar nicht erklärbar so. Da ist null an Nährstoffen drin, da ist null an Vitamin oder irgendwas drin. Manche Völker leben zum Beispiel nur von Datteln und Kamelmilch, andere leben wieder nur von Kokosnüssen, Bananen, andere leben nur von tierischen Produkten. So. Völlig unterschiedliches Nährstoffprofil und die essen alle viel weniger. Eben auch so ein anderer Mythos, den ich ja schon erwähnt habe. Genau, aber so viel zu dieser Nährstofftheorie. Lest die Bücher, fastet mal. Und informiert euch ein bisschen, achtet nicht auf Nährstoffe, haut vorne und hinten nicht hin. Ja, macht's gut, Leute. Ciao.